Ja, war sehr schön für mich, natürlich auch sehr erfolgreich und die Leistung war von der Mannschaft wirklich auch sehr stark und souverän und ja, war ein gutes Gefühl. Nein, es verändert sich schon ein bisschen was. Man hat natürlich eine höhere Grundspannung, wenn man spielt und der Fokus ist natürlich auch ein wenig größer, aber ich denke, das muss auch so sein und dass man eine gute Leistung bringen kann. Ja, so ein Hexenkessel war es dann nicht. Wir waren dann schon ein Partykiller. Ja, wir waren doch sehr konzentriert und haben das sehr souverän runtergespielt, eigentlich ohne große Hektik und ja, haben der Austria eigentlich nicht wirklich viele Chancen angeboten. Ja, Graz ist vor allem auswärts für uns ein ganz, ganz schwieriges Pflaster. Ich glaube, das ist einer der schwierigsten Gegner für uns. Vor allem jetzt sind sie auch ganz, ganz gefährlich, weil sie doch eine ziemliche Niederlagenserie haben. Und die werden schon sehr fokussiert sein und werden alles daran setzen, um uns zu schlagen, weil sie doch sehr unter Druck stehen. Ja, wir wollen natürlich was mitnehmen in Graz, sind gut drauf und ja, werden auch dort versuchen, zum auf Sieg zu spielen. Ich denke, wir müssen sehr geduldig sein, unsere Chancen, ja, quasi auf unsere Chancen warten. Wir bekommen immer unsere Chancen. Ja, wenn es ein Unentschieden wird, ist es auch okay. Wenn wir gewinnen, umso besser.